Hallo Michi, hallo Richie. Hallo Thomas. Hallo Thomas. Servus. Wir sind die Flugschule Gemeinsam Fliegen. Wir haben uns gedacht, das ist ganz gut, mal ab und zu mit Experten zu sprechen über bestimmte Themen, die uns so interessieren. Wir, das ist eigentlich Jutta und ich. Jutta ist gerade noch mit einer anderen Online-Unterrichtsstunde beschäftigt, die wird aber gleich dazukommen. Aber wir haben die Michi und den Ricci schon in unserem virtuellen Studio. Die beiden sitzen natürlich bei sich in der Werkstatt in Österreich. Wir sind ja in der Pfalz. Zu Corona-Zeiten macht man das ja alles über die Netzleitungen. Ja, wollt ihr zwei euch mal ganz kurz vorstellen, wer seid ihr denn eigentlich? Was macht ihr? Was sind eure Hauptaufgabengebiete? Ich fange an. Ja, was sind unsere Hauptaufgabengebiete? Wir machen natürlich Checks bei uns, wir machen für Reparaturen, wir machen Beschriftungen für Gleitschirme, also meistens Tandembeschriftungen natürlich. Aber, und das ist vielleicht speziell bei uns, wir machen für reine Trims, also reine Trimmungen, nachdem wir sehr, sehr viele Wettkampfpiloten kennen. Und heute halt in dem Bereich sehr aktiv sind und auch selber im Wettkampf lernen, sind das halt unsere Kunden. Und das, ich habe zum Beispiel, ich habe jetzt einmal letzte Woche einmal die Statistik vor 2019 bei uns angeschaut. Was haben wir eigentlich 2019 so gemacht? Und da bin ich drauf gekommen, dass wir die Hälfte, also 46% unserer Schirme, die wir vermissen, sind ab C, also C, D und CCC-Schirme. Und das ist eher was Ungewöhnliches und das zeigt da ganz gut, in welchem Feld wir aktiv sind. Ja, so. Also ihr seid die Experten für die Wettkampffreaks, das kann man ganz bestimmt sagen. Macht ihr denn auch was für normale Gleitschirmpiloten? Natürlich, Klar. wir. Natürlich nicht so viel, das ist eher das Klientel der Flugschulen, die haben ja meistens einen kleinen Checkbetrieb dabei. Zu uns kommen halt eher die reiferen Piloten, ja. Mit Schirmen, wo vielleicht ein unerfahrener Checker gern die Finger davon lässt. Wir haben uns, würde ich sagen, einen guten Ruf aufgebaut und das hat das eine Eigendynamik aufgenommen, dass wir da jetzt an unser Hauptklientel haben. Im höheren Segment. Du sagst gerade, ihr habt euch einen guten Ruf aufgebaut. Das ist allgemein schon bekannt in der Szene, ganz klar. Warum? Was ist denn die Besonderheit bei euch? Was zeichnet euch denn aus? Was, ja, auch vielleicht von euch her, was macht ihr denn besonders gern und gut? Ich glaube, es ist einmal sicher ein Grund, dass wir ständig beim Arbeiten sind. Es ist für uns Fulltime da. Das läuft das ganze Jahr durch. Wir probieren alles innerhalb von wenigen Tagen wieder erledigt zu retournieren. Und ja, das ist einmal sicher eine Besonderheit von uns. Und eben, dass wir nur das machen. Wir haben dadurch einfach einen Vorsprung in der Erfahrung. Okay, das heißt, wenn ihr wirklich Volltime nur mit Gleitschirm, Check, Trim, Reparaturen beschäftigt seid, dann kriegt ihr natürlich unglaublich viele Flügel in die Finger und habt dann auch die entsprechenden Erfahrungen. Und wir wissen auch, dass das Pilotenfeedback in aller Regel doch sehr positiv ist von Leuten, die bei euch die Flügel hatten. Ja, jetzt haben wir über eure Arbeit gesprochen, aber sprecht doch mal ein bisschen über euch selber. Wer seid denn ihr eigentlich, Richie? Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du und warum gerade du angefangen hast mit der Paraklinik? Das ist ja schon fast 10 Jahre her. 9 sind es jetzt. Und wie kam denn die Michi dazu? Was macht ihr denn? Ja, erzählt mal was über euch. Ja, angefangen hat so, ich war jahrelang bei einem damals recht renommierten Hersteller beschäftigt. Der wollte nicht mehr, die Firma gibt es leider nicht mehr. Und dann haben wir was überlegen müssen. Ich wollte nicht wieder in meinen ursprünglichen Beruf als Schreiner zurückgehen, Tischler. Und hab die Wahl gehabt, gehe jetzt zu einem anderen Gleitschirmhersteller oder
mache ich mein eigenes Süppchen und biete meine Dienste dann für Gleitschirmhersteller an. Und ja, es ist aufgegangen, würde ich sagen. Recht schnell war ich dermaßen überlastet, überfordert, habe keinen wochenlang oder ja, keinen freien Tag mehr gehabt. Arbeitstage, 10 Stunden, 12 Stunden Arbeitstage. Und so habe ich nachher mich um jemanden umgeschaut und in der Michi recht eine fleißige Unterstützung gefunden. Die hat noch, ich glaube, noch anderthalb Jahre, nachdem ich allein war, schon bei mir angefangen. Hat ihr Handwerk recht schnell erlernt, weil wir ja immer viel zu tun gehabt haben und weil sie ja auch eine Ungeschickte ist. Und ja, so sind wir zwar zusammengekommen als Gespann und noch weiteren Jahren haben wir uns sogar noch den dritten dazu genommen. Ist jetzt leider nicht da, aber an und für sich arbeiten wir zu dritt, ja. Du hast gerade gesagt, Handwerk recht schnell erlernt, aber was heißt schnell? Also ich glaube, so von heute auf morgen lernt man das nicht mit der Gleitschirmcheckerei und dem Trimmen und dem ganzen Fall. Nein, ich sage schon, ich habe es ja nicht von heute auf morgen erlernt. Gell? Es dauert einmal sicher ein gutes Jahr, wenn nicht länger. Sagen wir 1 bis 2 Jahre hat es gedauert, bis ich einmal das Vertrauen gehabt habe, nicht jeden Handgriff zu kontrollieren. Wenn die Michi einen Check gemacht hat, dann nicht wieder nachzuschauen, hat sie wohl nichts übersehen. Aber das, ja, wie gesagt, sagen wir mal 1,5 Jahre fleißig arbeiten, dann kann man es auch recht verlässlich so machen. Gut, das heißt aber auch, ihr seid wirklich Spezialisten. Das kann nicht jeder. Es gibt ja ganz, ganz viele Checkbetriebe. Aber euch zeichnet schon aus, dass ihr wirklich die oder einer der Spezialisten seid, denke ich. Michi, erzähl mal ein bisschen was über dich. Du bist ja jetzt auch Pilotin, du fliegst ja gern, du fliegst auch Wettkampf, der Ricci fliegt auch Wettkampf. Hat das auch was mit eurer Arbeit zu tun? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man selber also auch viel fliegt und sich damit auseinandersetzt, weil wenn man sich selber damit auseinandersetzt, nur dann versteht man auch wirklich, was man da tut. Also wenn ich jetzt eine Trimmung am Schirm verändere, also ich habe auch bei meinem eigenen Flügel unterschiedliche Trims ausprobiert, damit ich mir sehe, was passiert dann, was verändert sich eigentlich und mit ein bisschen Gespür merkt man schon, dass man auch ganz kleine Veränderungen, dass dieser Pilot tatsächlich merkt. Und das merkt man dann auch immer wieder bei unseren Piloten, bei unseren Kunden. Wenn man auch nur kleine Veränderungen macht, der Pilot merkt es und der Flügel geht dann einfach wieder besser. Und selber bin ich natürlich bei jeder Gelegenheit auch selbst in der Luft und gehe halt XC fliegen. Und da bist du ja auch keine unbekannte Pilotin. Du bist mehrfache österreichische Staatsmeisterin. Streckenfliegen, der Ricci ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Erzählt noch 2, 3 Stichworte aus eurem Fliegerleben. Ja, hast du ja erwähnt, ich fliege nach wie vor Wettbewerbe, also kleinere internationale noch. Dabei kommen mir Weltklasse-Piloten natürlich viel unter, auch Deutsche. Und wir sind recht ein guter Haufen der Erfahrungen austauscht, besonders im Schirmbereich. Hab dadurch ich unterstütze auch das österreichische Nationalteam als Teamchef. Gehen wir einmal das Jahr zu einer Welt- oder Europameisterschaft und trifft dort Leute wie Indy Carmont oder die Walitz-Buben. Man lernt viel voneinander, von uns natürlich auch, weil wir sind ja die Schwachstellen dann erkennen an den Schirmen. Der Konstrukteur kennt ja nur die guten Seiten. Und ja, für mich ist das Wettbewerbsfliegen schon auch eine gute Plattform, um
Erfahrungen auszutauschen. Und zwar von der vom Land, nennen wir es einmal so. Bei dir sieht es ähnlich aus, Michi? Bei mir schaut es ähnlich aus, nur dass ich nicht Wettkampf im normalen Sinne fliege, sondern ich fliege halt XC. Also ich fahre halt gern dort hin, wo es halt an dem Tag am besten geht, und dort gehe ich halt auf Strecken. Also somit, der Ritschi geht auf Wettkämpfe, also Liga-Wettkämpfe, und ich gehe XC fliegen. Das ist der Unterschied zwischen uns zwei eigentlich. Aber ansonsten teilt jeder nach wie vor seine Leidenschaft, und wir sind echt viel unterwegs und versuchen ja wirklich viel zu lernen. Und ja, genau. Ja, jetzt habt ihr erzählt, ihr seid sehr viel mit den ganz Guten unterwegs, tauscht da sehr viel Erfahrung aus, habt sehr viel Wettkampfflügel auch bei euch in der Werkstatt zum Trimmen, zum Check. Nützen diese Erfahrungen auch jetzt einem normalen, sagen wir mal, A- oder B-Piloten? Was nehmt ihr von diesen Erfahrungen mit in die anderen Bereiche? Was nehmen wir mit? Ja, ich verstehe es einfach, dass einfach, ja, dass die Trimmung wichtig ist im Endeffekt. Ja, ich würde auch sagen, an so einem Wettkampfscherben muss man einfach präzise arbeiten. Und das macht man natürlich im unteren Segment beim Einsteigerscherben genauso. Das ist unser einfach, das haben wir uns selber ins Pflichtenheft geschrieben. Wo man oft ein Auge zudrücken könnte, tun wir es nicht. Jetzt reden wir da schon immer wieder mal über Feinheiten beim Trim, wo ihr auch sagt, ihr merkt, habt ein bisschen was verändert am Schirm und schon geht er ganz anders. Um welche Größenordnung unterhalten wir uns denn da? Um wie viele Millimeter, Zentimeter bei irgendwelchen Leinenlängen geht es denn da? Also was man gut einstellen kann, das ist bis zu 3, 4, 5 Millimeter. Und das machen wir. Gefordert ist das von Herstellerseite nicht. Also die Toleranzen sind viel, viel größer. Aber die Toleranzen, wenn man die ausschöpfen würde, das war echt nicht gut. Und das wird sich auf das Flugverhalten definitiv widerspiegeln. Und ich sage jetzt dann so 5 Millimeter bei den CCC-Schirmen definitiv weniger. Das merkt man, und das ist ja wichtig, dass das gemacht wird. Ja, zu dem Thema fällt mir noch was ein. Toleranzen. Natürlich könnte man jetzt bei so einem herkömmlichen B-Schirm sagen, wir vermessen den und ist alles im grünen Bereich, in der Toleranz. Aber mir ist es einfach, und das habe ich mich von Anfang an auch eingebläut, ich möchte, dass jeder Kunde, wenn er einen Schirm bei uns gehabt hat, dass er den besser zurückkriegt, als wir ihn empfangen haben. Und die Materialien werden ja auch im unteren Segment, jetzt haben wir schon leistungsoptimierte A-Flügel mittlerweile. Und optimieren kann man halt einfach einen Flügel unter anderem halt auch nur mehr, wenn man Leinen dünner macht, wenn man einen Materialmix hernimmt, damit das Ganze nur präziser funktioniert. Und je mehr Materialmix, desto dünner das Material und auch unterschiedliche Materialstärken, die verwendet werden, das führt einfach zwangsläufig dazu, dass der Schirm vertrimmt. Und das ist einfach bei jedem Schirm so. Und deswegen gehört einfach auch jeder Schirm nachgetrimmt. Und vor allem nach 50, 60, 70 Stunden in dem Bereich ungefähr, da macht es Sinn, wenn man sowas echt damit tut. Und da sehen wir auch, dass die Abweichungen zu den Sollwerten einfach echt gigantisch sind teilweise. Über was reden wir da? Wie viel Zentimeter? Ja, was oft einmal vorkommt, so 2 Zentimeter Abweichung. Das haben wir da gleich einmal. Und man kann es auch selber ausprobieren, damit man sich vorstellen kann, was 2 Zentimeter sind. Steige einfach einmal 2 Zentimeter ins Gas rein. Dann merkst du, dass das anders wird. Das spürt man auch, und dann kann man sich auch vorstellen, dass das sehr wohl eine Abweichung ist, die echt nicht ohne ist. Mhm. Und ein Kunde kauft den Schirm neu
der Schirm passt. Und nachdem diese Abweichung ja schleichend vor sich geht, also das ist ja ein langsamer Prozess, dann merkt der Kunde das gar nicht, dass sein Flügel immer schlechter und schlechter wird. Und erst dann, wenn er ihn wieder in einen sauberen Zustand zurückbekommt, dann geht er mal leichter auf und er checkt, oha, das ist eigentlich, hat sich was getan. Das war wichtig, dass er das gemacht hat. Mhm. Ja, jetzt reden wir da von Optimierung. Der Flügel geht dann wieder besser, wenn man den nachtrimmt. Wir haben aber auch schon von Check-Protokollen gehört, wo dann drin stand, dass die Abweichung vor dem Check 5-6 Zentimeter auf einzelnen Leinen war. Das ist ja dann schon richtig gefährlich, oder? Ja, dann wird es gefährlich. Dann kann es definitiv gefährlich werden. Wenn der Schirm, also im Normalfall passiert ja Folgendes, ein Schirm wird mit der Zeit immer langsamer, also sprich immer Sackflug gefährlicher. Und was auch noch dazu kommt, die Bremse schrumpft mehr wie der Schirm selber. Das heißt, der Schirm ist dann irgendwann ist dann irgendwann angebremst. Und die Kombination, vielleicht nur die Kombination mit schlechten Tuchwerten, kann dann echt gefährlich werden. Gut, wenn man jetzt so präzise arbeitet wie ihr, dann kann man so einen Check natürlich nicht in einer Viertelstunde machen. Wie lange dauert denn so ein vernünftiger Check bei euch in aller Regel? Wie viel Zeit nehmt ihr euch dafür? Ja, 2 Stunden, manchmal wenn er feigelt, wenn halt viel zum Tun ist, auch mal 3 Stunden. Mhm. Ein vernünftiger Check dauert einfach. Da kann man dann auch verstehen, dass ihr das nicht für 40 Euro machen könnt. Ja. Also wenn jemand das um dieses Geld anbietet, dann kann er entweder nicht wirtschaftlich rechnen oder er macht es einfach nicht gescheit. Aber irgendwie oder er muss nicht davon leben. Ja, jetzt reden wir die ganze Zeit davon, ihr seid ein guter Checkbetrieb. Ja, das hört man jetzt schon ein bisschen raus. Wie erkennt denn ein Kunde von außen, naja, das ist jetzt ein seriöser Checkbetrieb, da schicke ich meinen Schirm hin. Ich meine, ihr seid ja nicht die Einzigen, die gute Checks machen. Wie schaut das denn aus? Wie erkenne ich denn als Kunde, okay, da kann ich Vertrauen haben, da kann ich meinen Flügel hinschicken. Ist das nur Empfehlungssache oder gibt es da auch Kriterien, an denen ich das vielleicht erkennen kann? Einen Vermessungsprotokoll. Ja, wir liefern Protokolle mit, detaillierte von angelieferten Zustand, ausgelieferten Zustand. Also das ist schon etwas, wo man danach gerne drüber reden, wenn der Kunde Fragen dazu hat. Ich kenne Protokolle von anderen Betrieben, die machen einfach ein Hackele, Leinen wurden vermessen, fertig. Mehr legen da, was wir in diesen 2 bis 3 Stunden gemacht haben. Also bei uns gibt es ein Messprotokoll, wie der Schirm zu uns gekommen ist, wie wir ihn vermessen haben und wie der Schirm wieder rausgeht, also sprich, welche Leinen wir verändert haben, wie die Werte hinterher ausschauen. Und somit ist einfach sichergestellt, dass der Schirm nicht nur optisch angeschaut worden ist, sondern dass auch tatsächlich was gemacht worden ist. Und ich glaube, das ist die Hauptsache. Wir können uns gleich mal so ein Checkprotokoll anschauen. Könnt ihr vielleicht mal im Detail ein bisschen was dazu sagen? Weil das sind ja für die meisten Kunden doch ziemlich kryptische Sachen. Da kriegt man da so ein Blatt Papier, da stehen 1000 Zahlen drauf und was ist jetzt was? Aber sagt vorher vielleicht noch mal kurz was zum Thema Luftdurchlässigkeit, Gesamtzustand. Wie ist sowas zu bewerten? Jetzt kriege ich da so ein Protokoll zurück und da steht, ja, Gesamtzustand gut oder Luftdurchlässigkeit, da steht da irgendeine Zahl. Was bedeutet die denn eigentlich? Also es gibt grundsätzlich einmal 2 verschiedene Messsysteme. Es gibt die Kretschmer-Uhr und die JDC-Uhr. Da wird auf eine unterschiedliche Weise gemessen. Bei uns auf der Homepage steht zum Beispiel auch oben, welcher Wert ungefähr circa was bedeutet. So ein Schirm, also wir verwenden die JDC-Uhr. So ein Schirm hat, wenn er neu ist, je nachdem, welche Durch das verwendet wird, zwischen 700 und 1300 JDC-Wert. Dieser Luftwert wird mit der Zeit immer schlechter.
Und spannend wird es noch an, wenn dieser Wert zwischen 15 und 50 ist, dann kriegt er nochmal ein über und drunter ist er durchgefallen. Gemessen wird an 5 Stellen, Obersegel, Einritzkante und ja. Also vor allem einfach, wenn dann der Luftwert schlecht wird, dann das ist auch das, wann der Grund, also dann darf man auch die Kunden nur mal direkt darauf hinweisen und sagen, hey, dein Schirm, die Luftwert ist nicht mehr gut. Ja, das ist so mit, oder? Ja. Oder wolltest du wissen, wie das funktioniert, dass das, ja, wie das kann, funktioniert? Kurz erklären, wie sowas funktioniert. Wir haben da irgendeine Zahl. Ja, das sind dieser Wert, das sind Sekunden. Und es ist definiert, wie lange ein halber Liter Luft mit 2 Bar Unterdruck, 0,2 Bar Unterdruck durch eine definierte Öffnung fließt. Und soll es herstellen? Ja, komm, kurz mal schnell. Inzwischen ist jetzt ist die Jutta da. Hey, Jutta. Ritchie holt jetzt einmal die JDC-Uhr und dann können wir irgendwas durch einspannen. Nimm dir denn das durch mit. Was seid ihr denn gerade? Bei der Luftdurchlässigkeit. Schwierig, oder? Ja. Was war die Frage, sagst du mir? Ja, die Frage ist einfach, wie genau funktioniert das mit der Luftdurchlässigkeit? Wie wird die gemessen? Also. Hallo Jutta. Hallo. Das ist ein sogenannter Porosimeter. Da ist ein Laufwerk dabei. In diesem Bolk. Höherstellen, genau. Oben haben wir eine Öffnung. Aha. Und jetzt wird da der Schirm eingespannt mit einer Magnetplatte. Sieht man. Achso, da muss jetzt eine Kamera. Und jetzt startet die Michi einmal die Uhr. Dreh das ein bisschen her, dann wird das Ganze da entriegelt und dann geht der Balken nach unten. Und wenn der da unten aufschlagt, dann ist er fertig und sozusagen, ja, dann ist die Messung vorbei. Und je länger das Ganze dauert, desto besser ist die Luftdurchlässigkeit und desto besser ist der Schirm oder desto besser ist das Durch. Also ich beschleunige jetzt das Ganze da mal ein bisschen. Und wenn ich da mal kurz ein bisschen aufmache, dann geht der Balken nach unten, wenn mehr Luft durchkommt. Und dann hat man einen Wert. Das ist das Prinzip. Und die meisten Hersteller und Checkbetriebe verwenden dieses System JDC. Also das ist schon ein recht aussagekräftiger Richtwert. Also, wer sich mehr damit befasst, die Kunden, die wissen, dass das, wenn wir das gleiche System haben als der Hersteller oder der Checkbetrieb, wo er vorher gehabt hat. Und dann kann man zum Beispiel sagen, mit diesem Wert, nennen wir es einfach mal einen Richtwert. Um wie viel hat sich bei Schirmen in den letzten 2 Jahren verschlechtert? Wird das jetzt schon besorgniserregend oder wenn das so weitergeht, wie tun wir denn? Und das ist die Funktionsweise von dieser Tuchmessung. Super, vielen Dank. Jetzt haben wir es auch mal als Bild gesehen, wie ihr das macht. Wenn wir gerade dabei sind, ihr habt doch bestimmt auch Erfahrungswerte, was so ein Tuch altern lässt. Wann wird es denn luftdurchlässig? Also es gibt ja Flügel, die sind nach 5 Jahren noch super und dann gibt es Flügel, die sind nach einem halben Jahr schon ziemlich bedenklich oder nach einem halben vielleicht nicht, aber nach 2 Jahren. Woran können denn diese extremen Unterschiede liegen? Was lässt denn ein Tuch schnell altern und wie geht man damit am besten um, damit es nicht so schnell altert? Früher war man immer der Meinung, oder wenn ein Tuch schnell gealtert ist, da hat man der Sonne die Schuld gegeben. UV ist so schrecklich fürs Tuch, Zimmerkassen. Das ist heutzutage nicht mehr so. Die Tücher sind gut geworden.
oder UV-Beschichtung. Meiner Meinung nach ist das größte Übel die Feuchtigkeit. Nässe sowieso, aber Feuchtigkeit. Es reicht, wenn der Schirm ein paar Mal so im herbstlichen Tau eingebockt und gelagert wird. So. Das ist Gift. Feuchtigkeit ist einfach Gift für diese Beschichtungen. Ist es auch dann Gift, wenn der dann trotzdem regelmäßig getrocknet wird, der Schirm? Das ist also unsere Empfehlung. Sofort heimfahren, Schirm raus, trocknen lassen. Und ist es aber trotzdem schädlich fürs Tuch, weil wir haben jetzt so eine Kundin. Bei weitem nicht, ne? Mhm. Okay. Also wir haben ja Schirme von Kunden, die ganz, ganz, ganz viele 100 Stunden drauf haben. Ja. Einfach den Schirm daheim rausgeben und den sauber trocknen. Die Schirme haben nach extrem vielen Stunden immer noch super Tuchwerte. Wir sehen es, wir haben zum Beispiel im benachbarten Tal haben wir zwei Tandempiloten, da wissen wir, die fliegen beide circa gleich viel. Also wir haben circa, hat jeder 300 Flüge ungefähr. Der eine trockt seinen Schirm jeden Tag auf, braucht dann ein bisschen aus und der andere sagt, naja, ich brauche ihn eben morgen wieder, ich lasse ihn im Auto. Der eine Flügel, im Gegensatz zum anderen, hat die Hälfte der Lebensdauer. Das ist einfach nur, weil der Schirm nass oder halt einfach ja, nass einpackt liegen bleibt. Okay, nächste Frage. Wie schätzt ihr das ein mit der Hitze und im Auto liegen? Das machen ja doch viele, mit auf die Arbeit nehmen und dann hinterher fliegen gehen. Wie viel macht das noch aus an der Schirmalterung? Fürs Tuch weniger dramatisch, für Leinen schon. Besonders Klimaleinen. Ich sage einmal, ich kenne da ein Beispiel, da hat jemand seinen Schirm, da waren wir in Serbien auf einem Wettbewerb, und der hat seinen Schirm, sowohl er nicht im Gestrüpp zusammenlegen wollte, auf den Asphalt rausgelegt. Und ja, da verändert sich dann wirklich viel. Wenn der Asphalt einmal 60, 70 Grad hat, dass man gar nicht mehr barfuß gehen kann, kann man sich vorstellen, was dann mit einem Dyneema passiert. Bei 8 Meter Leinenlänge. Aber im Auto hat es ja auch schnell mal 40, 50 Grad im Sommer, wenn wir den Flügel drin liegen. Ja. Gut. Nur etwas zu dem Thema, was du, Jutta, gefragt hast, was es durch schnell altern lässt. Mhm. Also uns fällt auf, in 90% der Fälle von einem schnell gealterten Tuch war der Pilot selber schuld. Aber man kommt auch immer wieder drauf, dass gelegentlich der Tuchhersteller eine schlechte Ware an die Produktionen liefert. Das fällt uns dann auf, wenn von verschiedenen Herstellern Schirme zu uns kommen, wo man schon von vornherein sagen kann, Baujahr, aha, vorne das Grau, das wird eventuell nicht so gut ausschauen. Und diese Parallelen fallen uns auch manchmal auf. Natürlich kontaktieren wir dann den Hersteller und der reklamiert dann wiederum beim Tuchhersteller. Könnte ich als Kunde dann bei euch nachfragen, sieht es jetzt so aus, als könnte es da ein Problem vom Hersteller ausgeben oder sieht es jetzt so aus, als wäre es tatsächlich mein Problem gewesen, mein Fehler? Kann ich euch das fragen? Ja. Na, nur wenn wir wirklich wissen, wenn das schon mehrmals aufgetreten ist beim gleichen Tuchtyp, dann werden wir zu dir sagen, wend du die Bitte an den Hersteller. Okay, gut. Kommt das öfter vor oder ist das eher selten? Na, sehr selten. Mhm. Wenn es auftaucht, dann wiederum vermehrt. Mhm. Periodisch einmal, so alle paar Jahre, kommen uns innerhalb von kurzer Zeit mehrere solche Fälle unter. Und dann meldet ihr euch auch bei den Firmen und sagt, hey, wir haben den Eindruck, natürlich, dass wir das machen. Nicht nur das, wenn es um solche Mängel geht, wenn es sobald uns etwas richtig bedenklich vorkommt, wenden wir uns natürlich an den Hersteller.
Weil wir wollen ja denn ja darauf hinweisen, dass da was nicht stimmt. Das ja, erste, weiß das ja von sich aus. Wir wollen ja auch, dass die Hersteller besser werden und dass die Hersteller auch dazu lernen. Und die Hersteller sind ja auch angewiesen darauf, dass Checkbetriebe Feedbacks geben. Okay, und da ist natürlich bei euch gut, dass ihr den Vergleich habt, weil ihr wirklich viele, sehe ich das richtig, viele, viele verschiedene Schirme checkt. Also ihr seid nicht nur auf AD spezialisiert, sondern ihr nehmt alles, ihr habt alle Schirme von der ganzen Palette. Nein, nicht ausschließlich jeden Hersteller nehmen wir nicht. Wir arbeiten überwiegend mit denen zusammen, mit denen man gut kommunizieren kann. Okay. Das ist uns wichtig und ja. Wollt ihr das noch sagen oder ist mit wem ihr gerne zusammenarbeitet, weil die Kommunikation... Nein, weil wenn wir da jetzt einen in der Liste vergessen, dann ist der beleidigt. Ja, verstehe ich, alles klar. Gut. Okay. Aber es, zu dem Thema, natürlich macht Sinn, wenn man einen Schirm zu uns zum Check schickt, dass wir zuerst kontaktiert werden, dass wir wissen, was hat der für einen Schirm? Machen wir das überhaupt? Weil wir wirklich nicht alles machen. Aber ich mag jetzt auch nicht aufzählen, was wir nicht. Nee, alles. Ich hab's verstanden. Aus verschiedenen Gründen. Ja, nee, ist gut. Ist gut. Alles klar. Gut, dann können wir uns doch jetzt mal so ein Checkprotokoll, so ein Trimprotokoll vielleicht genauer anschauen. Zeigt doch mal eins und erklärt mal bitte, was da denn. Okay, wir ziehen mal den Bildschirm frei. Da ist eh schon irgendwas offen. Was haben wir da? Also, das ist jetzt genauso, dass ich das so nicht sehe. Ah ja, da haben wir zum Beispiel, das war ein Enzo, den haben wir. Den haben wir die Leinen getauscht. Ja, genau, das war ein Enzo, wo wir die Leinen getauscht haben. Also der hat ein neues Lineset bekommen. Und nachdem der eben ein Lineset bekommt, wird er auch nochmal vermessen und nochmal frisch eingestellt. Aus zweierlei Gründen. Erstens einmal, dass ich mich selber kontrollieren kann, ob ich auch wirklich jede einzelne Leinen richtig eingehängt habe. Bei mir konnte ja auch ein Fehler passieren, was nicht passieren darf. Deswegen wird er vermessen. Und weil wir hinterher gleich schauen, ob sich auch sonst noch irgendwas verändert hat. Und bei dem Schirm sieht man zum Beispiel ein Problem, was sehr oft auftritt. Und jetzt nicht nur beim Enzo, sondern bei allen möglichen Herstellern. Dass sich ein Tragegurt verändern kann. Deswegen ist es also wichtig, dass der Tragegurt mitvermessen wird. Und das sieht man da schon mal ganz gut. Also zuerst einmal, erklären wir das einmal zuerst, was man da sieht. Also das ist die A, also da haben wir die Schirmmitte. Geht da durch. Dann haben wir die A-Ebene. Dann dieser Enzo hat also ein B wie A, das ist nur so eine kleine zweite Ebene dazu. Dann die B-Ebene und dann die nur eine weitere Ebene, die an die B-Ebene anknüpft ist und hinten die Bremse. Das sind unsere gemessenen Werte, das sind die Werte vom Hersteller, das ist die Differenz zwischen unseren Werten und den Werten vom Hersteller und dann die Symmetrie. Und da sieht man jetzt zum Beispiel, dass außen am Stabilo, beziehungsweise auf der A3, das Ganze zu kurz ist. Und zwar gleich um 2 cm. Also müssen wir das verändern und haben wir den Schirm getrimmt. Sieht man dann, dass hinterher das alles wieder mehr oder weniger null ist. Und in dem Fall ist es eben genauso eine Geschichte, dass sie ein bisschen vielleicht die Leine, obwohl der Leinensatz neu ist, schon verkürzt hat, aber hauptsächlich der Tragegurt sie verändert hat. Man sieht es ja da in der letzten Spalte der Symmetrie, dass der Leinensatz selbst ist in meinen Augen sehr präzise angefertigt worden. Trotzdem, nagelneuer Leinensatz, Nachtrimmen notwendig gewesen. Weil im Tragegurt hat sich so viel verstellt. Das ist bei den, mittlerweile bei vielen Tragegurten, dass da auch Dyneema verbaut ist und das schrumpft eben mehr als das Gurtband, das Kevlar-Gurtband. Kann man daraus so eine grundsätzliche Regel formulieren, dass man dass ein Schirm sich am Anfang am meisten grundsätzlich verzieht, egal ob Gurt oder Leinen, und ich nach einem halben Jahr, wenn ich einen neuen Schirm habe, den grundsätzlich trimmen lassen sollte, oder ist das zu einfach formuliert? Beim ersten Trimmen ist immer am meisten zu tun. Und
je öfter ein Schirm zu uns kommt, desto weniger eins zum Tun. Also das stimmt definitiv. Okay, gut. Ja, wunderbar. Ich kann ja nur ein anderes Messprotokoll nehmen, mal irgendein. Der Delta war interessant. Der Delta zum Beispiel, ja genau. Ja, das ist gut. Also den habe ich gerade gestern vermessen. Ja, genau, 7.4. Den habe ich gestern vermessen. Ist ein Delta, der hat vielleicht, was hat der Pilot drauf? 100 Stunden ungefähr, schätze ich mal, hat der Schirm drauf. Das ist auch so ein Fall jetzt, wo man sagen könnte, liegt ja eh alles innerhalb der Toleranz. Den kann man genauso zurückschicken. Und wenn man dann schaut, was wir dann haben, haben wir quasi mehr. Alles, was da farblich hinterlegt ist, ist das, was wir verändert haben. Okay. Noch ein Tipp, wie geht ihr dann davor, wenn ihr sagt, vorher war ja alles im Bereich der Toleranz, sagt noch, vielleicht habt ihr schon die Toleranzzahlen, habt ihr schon genannt. Man sieht da im Zentrum der A-Ebene, dass er im Plus ist, gegenüber den Sollwerten, ist er leicht dehnt. Ja. Hinten, wo meistens dünnere Leinen verbaut sind, schrumpft er. Mhm. Also hat sich verkürzt. Und das ist genau kontraproduktiv. Es ist zwar vorn und hinten so, dass man sagen kann, ja, ist noch tolerierbar, aber wie gesagt, mehr optimieren. Und vor allem versuchen wir in einem so zu trimmen, dass er für die Zukunft nur ein bisschen länger passt. Also sprich, wir haben den hinten ein bisschen länger gemacht und vorne ein bisschen kürzer im Verhältnis zu dem, wie er eigentlich sein sollte, weil er eh wieder langsamer wird. Wenn der jetzt noch 30, 40 Stunden drauf liegt, dann wird er ungefähr überall auf Null sein. Also wir wissen ja, wie sie die Leinen schon verändert haben, also sprich, wie sie auch weitergehen wird. Also den weiteren Verlauf kennen wir ja. Ihr seht jetzt zugleich das Sheet, was offen ist. Ja, ja, seht es. Und von dem her wissen wir, aha, er hat sich auf der A, ist er gedehnt. Also trimmen so, dass er ein bisschen kürzer ist, wie er eigentlich sein sollte, weil er sowieso wieder länger wird. Auf der C, jetzt gehen wir mal retour, auf der C ist er kürzer geworden. Also schaue ich, dass ich ihn ein bisschen länger mache, wie er eigentlich sein sollte, und dann hat der Kunde länger erfreut mit seinem Schirm. Gut, jetzt ist ja da immer auch von den Vorgaben des Herstellers die Rede. Da haben wir schon mitgekriegt, da gibt es ja auch offensichtlich ganz unterschiedliche Vorgaben für den gleichen Flügel. Ja, das ist was, was eigentlich nicht geben dürfte, weil es gibt einen zugelassenen Zustand. Der Schirm wird produziert, so wird er abgeben, so wird er, gibt es die Musterprüfung und dann gibt es einen Leinenplan. Also eigentlich dürfte es das überhaupt nicht geben, dass unterschiedliche Leinenpläne irgendwo auftauchen oder ja. Hättet ihr eine Idee, dem Abhilfe schaffen zu können? Denn von dem Problem haben wir nicht nur einmal gehört. Ich finde es sehr vorbildlich. Jetzt nenne ich doch zumindest zwei Hersteller. AirDesign zum Beispiel oder Ozon. Die veröffentlichen ihre Leinenpläne auf der Website. Für jedermann einsichtlich. Das ist der zugelassene Zustand. So gehört es gemacht. Mhm. Ganz simpel erklärt. Es gibt was auch, würdet ihr euch wünschen, wenn jeder das macht, hätten alle die gleiche Sicherheit? Genau. Mhm. Okay, ist schon es gibt eine Frage, die man mal so formulieren kann, oder? An die Hersteller, ohne ihnen weh zu tun, oder? Ja, und wir müssen es nicht vertiefen, okay. Okay. Gut. Ihr könnt auch gerne eure Kamera wieder einschalten, dass man euch wieder groß sieht. Ja, dann machen wir das wieder so. Ja, das war jetzt schon mal so ein Problem, was wir angesprochen haben. Was sind denn sonst so eure täglichen Herausforderungen oder anders? Gibt es Dinge, die euch immer wieder Probleme machen, wo ihr sagt, schon wieder das? Warum denn jetzt schon wieder? Ja, wir tun ja nicht nur Trimmung vermessen und die Tuchwerte nehmen. Das war jetzt schon fast der Eindruck entstanden. Schauen wir natürlich auch in den Schirm rein. Innere Struktur, ob die unverletzt ist. Und da kommt es halt immer wieder mal vor, dass die Michi
aus dem tiefsten Inneren so eines Schirms so lose Nylonstäbe rausholt, die da drin rumkugeln. Es ist den Piloten selber gar nicht aufgefallen, aber es kommt immer wieder vor. Und dann achtet man genau bei diesem Schirmtyp natürlich besonders drauf und kommt drauf, dass das ja häufig vorkommt, bei dem Schirmtyp. Und ist auch so ein Fall, den man halt dem Hersteller meldet, dann macht es das in Zukunft ein bisschen besser. Lasst euch da was anderes einfallen. Oder ja, eben immer wiederkehrende Mängel, die man halt entdeckt mit der Zeit und Erfahrung. Dann haben wir einfach Sachen, wo wir versuchen, dass die Piloten besser auf ihre Zeit achten. Total oft haben wir Scheuerstellen an den Einsatzkanten. Das passiert, wenn der Pilot sein Schirm geschultert zum Zusammenliegeplatz nachschleift. Ja, genau. Und dann ist einfach bei den Stäben oben und dort, weil er halt am Boden dahingeschliffen worden ist, ist halt der Schirm kaputt. Das passiert total oft. Dann kommt es auch vor, jetzt nicht so oft, aber es kommt vor, es schickt uns jemand einen Schirm, der hat eine Baumlandung gehabt, hat seine, damit dann vom Baum runterkriegt, die Leinenschlösser aufmachen müssen und hat ihn dann verkehrt eingehängt. Aber sagt uns, also wir kommen dann schon drauf, aber er sagt uns gar nicht, hey, ich habe eine Baumlandung gehabt, weil es einem peinlich war oder was weiß ich. Und ja, das ist halt ein bisschen mühsam dann oft. Weil es war halt schon geschickt, wenn uns der Pilot auch sagt, wo er tatsächlich ein Problem hat. Ja, solche Sachen. Könnt ihr euch so vielleicht jeder an eine besondere Geschichte erinnern, an einen besonderen Flügel, wo er sagt, boah, das war jetzt aber mal echt ein Ding? Ja. Mehrere. Da ist einmal ein Japaner im Stubaital verunglückt und ich habe den Schirm dann noch in die Hände gekriegt, nachzuschauen, ob da eventuell der Schirm schuld war. Und der hat da wirklich, der hat, ich sage einmal, ein Dutzend Leinen, auch Stammleinen, und das allen Ebenen waren abgerissen und einfach händisch zusammengeknüpft. Das heißt, dass der stellenweise 12, 15 Zentimeter zu kurz war. Der muss richtig Delden gehabt haben im Segel. Ja, und der Knabe ist eben eines Tages gleich nach dem Start abgebogen und gegen den Hang eingeschlagen. Das war mein krassester, glaube ich. Ja, oft haben wir einfach lustige, also unter Anführungszeichen natürlich immer, für denjenigen Piloten ist dann oft nicht so lustig, aber was haben wir da für Sachen? Das macht richtig große Starner. Ah ja, genau. Tun wir oft, dass die, also Starner, echt die, wirklich, das ist unglaublich. Unglaublich. Oder fast kiloweise Sand, wo man sich denkt, der Schirm ist ja dadurch, dass der Sand nach hinten geht, schon total angebremst. Das ist ja Wahnsinn. Oder also diverse andere Sachen, was man halt so... Jetzt müssen wir wieder zur Kamera schreiten. Ich habe einmal angefangen zu sammeln, was so aus dem Inneren eines Schirms so rauskommt. Ja, das sind schon interessante Details dabei. Und Feuerzeuge, Labello, Steine. Stift, schön. Cool. Kabel. Ja, wenn wir da gerade schon dabei sind beim Knoten, beim selber Knoten, jetzt sind wir ja immer wieder mal auf Reisen unterwegs und auch nicht immer auf den allerbesten Startplätzen, da gibt es ja manchmal auch so scharfkantige Steine, da reißt dann schon mal ein Galerieleinchen ab oder es gibt eine Dorne, wo man mal dran hängen bleibt und sich einen Schlitz im Schirm zieht. Was kann man denn selber machen? Was muss ich dabei haben, um so kleine Sachen machen zu können? Und wann würdet ihr sagen, pass auf, mach da jetzt nichts mehr, mit dem kannst du nicht mehr fliegen? Also das hängt natürlich immer ein bisschen ab, wie geschickt jemand ist, was zu reparieren. Ich selber habe einen Haufen Reparaturzeug mit, wenn ich unterwegs bin. Ich habe Klebesegel mit, auf alle Fälle. Somit kann ich eben so Rissal oder Lecherl einfach kleben. Und dann habe ich unummantelte Leine mit.
Das heißt, ich kann einfach, wenn ich jetzt eine kaputte Galerie habe oder jetzt einfach eine kaputte Stammleine habe, dann mache ich mir einfach eine Eiche. Und das geht einfach nur mit unummantelten Leinen. Und das habe ich einfach dabei. Jetzt klingt das so einfach, dann machen wir mal schnell eine neue Leine und dann machen wir mal schnell Flicken drauf. Was ist da zu beachten? In welcher Größenordnung würdet ihr sagen, kann das so Otto Normalpilot irgendwie selber machen? Und wann würdet ihr sagen, naja, jetzt schickt das mal lieber zu uns? Also kleben kann man relativ viel. Wichtig ist, und das ist auch was leider immer wieder passiert, wenn man es klebt, dann bitte faltenfrei. Also da muss man sich wirklich bemühen, es faltenfrei zu kleben. Weil das ist ja ein Nachteil, wenn das Ganze mal biegt und das sich der Kleber mit dem Untergrund verbunden hat, dann kriegt man das nicht mehr vernünftig runter. Also lieber einmal gescheit machen. Wir haben dann echt oft Mühe, wenn sozusagen einer das halt einmal biegt hat, damit es zu der Zeitl passt und jetzt möchte das richtig saubere Reparatur haben, dann kriegen wir den Kleber nicht mehr runter. Das Gleiche gilt wahrscheinlich für selbst aufgeklebte Werbung, oder? Das geht noch aber. Ja. Das geht fast gar nicht, oder? Als Laie ohne Material. Also wir hätten total gerne Material, das man wieder runterbringt. Mhm. Das hätte auch jeder Checkbetrieb, auch jeder Beschrifter gerne, aber de facto, das gibt es nicht. Es gibt manche Untergründe, wo es leichter runtergeht. Das sind stark silikonierte Untergründe. Da hat man vielleicht eine Chance, dass man es wegbekommt. Bei den meisten Untergründen geht es einfach nicht mehr weg. Fertig. Mhm. Und dann klebe ich von innen oder von außen oder beides? Von innen und von außen, damit einfach kein Dreck hängen bleibt. Und damit es tatsächlich richtig geschützt ist. Mhm. Ich meine, wenn das jetzt nur so ein Mini-Fuzzi-Lächerle ist, dann gelangt es von einer Seite. Aber sobald die Risse größer werden, von beiden Seiten. Und wie schaut es mit den Leinen aus? Bei den Leinen? Also ich glaube, es gibt Videos, wo man das anschauen kann, wie so eine Leine gespleist wird. Und eine gespleiste Leine heute durch das, dass sie sich so, wie soll ich das erklären? Unter Zug macht sie sich fester. Unter Zug kocht, ja genau, ja. Der Zug ist fest. Eine unummantelte Leine als Provisorium, eine ummantelte Leine als Provisorium reinknüpfen, ist no go. Alles, was geknotet ist, ist mehr als die Hälfte geschwächt. Okay, gut zu wissen. Das heißt, einmal was repariert, unummantelt. Mhm. Unummanteltes Material mitnehmen und wissen, ja, wie man spleist. Das kann gern überdimensioniert sein. Man muss da nicht jetzt alle Leinentypen dabei haben. Lieber zu dicke mal als Provisorium wo reinbauen. Und bei nächster Gelegenheit, beim nächsten Job, nächsten Check, würden wir das dann gegen das originale Material ersetzen. Und was muss ich jetzt da dabei haben? So mal ganz, ganz konkret, was ist so eure Empfehlung für so ein Notfallset? Das Equipment zum Spleißen ist recht einfach. Leinen und der Nadel. Und ansonsten ein bisschen ein Tape. Also Klebesegel braucht es gar nicht viel. Und dann halt wissen, wie es geht. Es gibt Videos dafür. Da kann man mal gucken. Nur ein bisschen vorher war gut. Also kann man noch verlinken. Auch noch was oft einmal recht nützlich ist. Ich brauche das oft, um jemand anderen zu helfen. Leatherman, dass man einmal ein Leinenschloss öffnen kann. Ja, ja, ja. Gut, ja, jetzt haben wir sehr viel erfahren von euch. Super. Wissen wir, wie so ein Check funktioniert, was ihr alles macht, wie das mit dem Trim ist. Wohl der wichtigste Punkt beim Check. Wir haben bis jetzt immer nur von Gleitschirmen gesprochen, macht ihr auch andere Sachen, zum Beispiel Gurtzeugreparaturen oder kann man vielleicht sogar bei euch mal auch spezielle Kundenwünsche realisieren lassen? Ich war ja mal bei euch und da standen so richtig massive Nähmaschinen rum, die sahen so aus, als wenn ihr da ganze Zeltplanen damit zusammennähen könntet.
Ich tue es ehrlich gesagt ungern, gröbere Reparaturen an Gurtzeugen machen. Einfache Reparaturen ja, aber es fehlt einfach das Verständnis der Kunden, dass das oft mit sehr viel Arbeit verbunden ist. Wenn ich da einen Dreivierteltag dabei sitze, da soll er sich gescheit ein neues Gurtzeug kaufen. Oder er wäre günstiger dran, wenn er das Gurtzeug zum Gurtzeughersteller schickt. Das Problem dabei ist, der Kunde ruft mich an, du, ich habe einen kleinen Riss im Gurtzeug. Nachher bringt er es und dann stellt sich heraus, dass das nicht ein kleiner Riss ist, sondern ein massiver Riss, direkt an einer ekelhaften Naht, wo ich zuerst 7 verschiedene Nähte aufbrennen muss, dass ich genau zu der Naht hinkomme, wo es eigentlich kaputt ist. Und das Ganze dann wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenfügen. Das passiert oft bei diesen Liegegurtzeugen, dass die Fußplatte rausgetreten wurde. Da sitzt man dann schon einmal 2 Stunden. Und da fehlt dann das Verständnis, dass so ein kleiner Riss 200 Euro kostet. Und ich mag ja nicht als der Böse dastehen, also lasse ich lieber die Finger davon. Ja, ja, auf jeden Fall. Gut, jetzt haben wir da natürlich auch erfahren, dass das Ganze viel Arbeitszeit ist. Jeder, das ist so ein bisschen üblich in der Gleitschirmbranche, jeder hat selber einen riesen Stundenlohn, aber will dann nichts bezahlen, wenn es drauf ankommt, wenn man was reparieren muss. Aber man sieht schon, wenn man das ordentlich machen will, dann muss man dann auch einfach, dann muss es einem auch einfach was wert sein. Ich glaube, das haben wir jetzt bei euch rausgehört und ich glaube, bei euch ist das dann auch gut investiert in eurer Werkstatt. Wenn wir jetzt aber noch gerade von wirtschaftlichen Bedingungen reden, wie geht es denn euch jetzt gerade aktuell? Ihr werdet wahrscheinlich wenig Baumlandungen kriegen. Stimmt. Es kommen auch keine Tandem-Piloten mehr, um ihre Schirme beschriften zu lassen. Aber wir haben trotzdem wieder erwarten, momentan sehr viel zu tun. Halb Südtirol hat uns ihre Schirme geschickt, weil die dürfen wahrscheinlich noch viel länger nicht fliegen als wir. Es ist die Zeit, jetzt die Schirme warten zu lassen, weiter zu backen. Und ja, hast du angesprochen. Wenn jetzt 4 Monate niemand in einen Baum fliegt, irgendwann werden wir das dann spüren. Momentan passt es, aber ich bin überzeugt, dass die Auftragslage irgendwann einmal wieder massiv zurückgehen wird. Also ihr habt nichts dagegen, wenn man euch jetzt den Flügel schickt und sagt, schaut mal drüber, vielleicht auch, wenn der Check noch nicht fertig ist, aber wenn... Besonders jetzt... Und was uns natürlich zugute kommt, die Kunden machen uns jetzt keinen Zeitdruck. Wir können uns Zeit lassen beim Arbeiten. Üblicherweise retournieren wir das Zeug innerhalb von 2 bis 3 Werktagen. Aber besonders jetzt ist einmal niemand beleidigt, wenn er es erst in 2 Wochen kriegt. Wunderbar. Versandwege funktionieren tadellos. Wir versenden täglich nach Deutschland und Italien. Umgekehrt bekommen wir Pakete aus Deutschland und Italien. Funktioniert. Wunderbar. Jetzt hat sich gerade noch Andreas, hast du, glaube ich, als Studiogast zugeschaltet. Andreas, hast du noch eine spezielle Frage? Allerdings sehe ich gerade gar kein Mikro bei dir. Kannst du uns hören? Kannst du auch sprechen? Wenn nicht, hättest du natürlich auch die Möglichkeit, über den Chat dich zu melden. Zu schreiben? Zu Papier schreiben? Genau. Okay. Ja, ansonsten sage ich euch mal ganz, ganz herzlichen Dank. Das war super. Vielen Dank allen, die auch bei YouTube jetzt live dabei waren. Die Aufzeichnung ist natürlich im Anschluss dann zu sehen. Ihr könnt die auf unserer Website abrufen, ihr könnt die auf YouTube abrufen. Und euch beiden wünsche ich ein gutes Überstehen der nächsten Zeit.
verzweifelt nicht an dem tollen Flugwetter. Wir gucken hier jeden Tag raus und denken, oh nee, das geht nicht. Aber uns tröstet es ein bisschen, ehrlich gesagt, weil wir werden bei dem Wetter auch lieber draußen. Dürft ihr denn noch raus im Moment? Wie ist es bei euch? Dürft ihr Radfahren und sowas oder nicht? Jetzt dürfen wir wieder. Jetzt in Tirol waren ja verschärfte Bedingungen gegenüber dem restlichen Bundesgebiet. Mittlerweile ist es angepasst worden, wir dürfen wieder Radfahren. Oh, wie super, ja. Risikosportarten dürfen wir machen, ja. Mit entsprechendem Abstand. Gut, super. Das ist ja schön, wenn man wieder raus darf, ja. Gut, okay. Ich hoffe auch, wir sehen uns wieder in der Luft am besten. Am Startplatz noch besser. Ja, fein. Das war das Beste, dass wir sie am Startplatz wieder sehen irgendwo. Mhm, genau. Und alle Zuschauer, ihr dürft gerne eure Flügel jetzt zur Paraklinik schicken. Weniger die Kurzzeuge, lieber die Flügel. Und die Retter zum Packen. Und ihr kriegt sie dann auch ganz super in einem super Zustand wieder zurück. Das haben wir schon ganz oft ausprobiert und das funktioniert wirklich einwandfrei. Herzlichen Dank euch beiden. Ja, danke auch, dass wir dabei sein und dürfen. Hey, ciao, ciao. Servus, bis bald. Ciao. Ja. Ciao.